Leute, supportet mich doch auch gerne in der Season 5. Geht dafür einfach in den Itemshop rein und gebt dort Stani ein. Würde ich mich sehr drüber freuen, Leute. Danke für den Support Abfahrt. Yo, Leute, was geht ab? Willkommen in der neuen Season 5. Und in diesem Video werde ich euch mal zeigen, was so alles Neues gibt und ein bisschen Gameplay. Nämlich, hier geht's richtig ab. Ihr seht auch schon, wir haben heute einen sehr besonderen Skin. Und zwar die Gestaltenwandlerin, die wirklich sehr, sehr krasse Fähigkeiten hat. Aber zuerst geht's mal in den Zero Point rein, so wie wir auch gestartet haben. Und wenn wir jetzt hier nämlich in diesem Zero Point drin sind, Leute, dann kommen wir nämlich nach unten. Und hier sind nämlich ein paar Kisten. Das Problem ist nur, dass oben, oh, ich hoffe, da kommt keiner runter, die anderen da auch reinfliegen können. Okay, wir haben Glück gehabt. Sehr gut. Oh nein, da hinten ist einer. Seht ihr diesen Sandhügel da? Ich glaube, ich drehe durch, Leute. Nein, nein, nein. Okay, warte mal. Geht mal her. Der wird aber nicht gut Kirschen essen mit uns haben. Zack, das war's, Kollege. Auch wenn du da... Ja, einfach los. Der hat gar keinen Bock mehr. Nämlich, das ist eins der neuen Fortbewegungsmöglichkeiten. Oh, gar nicht gesehen, den Typen. Eins der neuen Fortbewegungsmöglichkeiten. Man kann sich sofort teleportieren mit diesen Steinen. Man dachte ja zuerst, das sind so eine Hoprocks, aber sind es nicht. Ich finde die Teile unnormal nice. So, jetzt werden wir schon mal den Trank nehmen und dann sehen wir nämlich gleich auch das nächste Feature. Und zwar, es gibt Sandwürmer. Beziehungsweise, du kannst selber zu einem Sandwurm werden. So, warte mal. Hallo, Sandwurm? Hä? Warum kann ich hier nicht mehr zum Wurm werden? Ah, haben die das rausgenommen? Hä? Bro, wieso kann man hier nicht mehr... Weil das ist so alles Treibsand hier, oder geht das nur hier oben? Bin ich lost? Ah, okay, das geht nur da oben. gut, Leute, wir sind hier der kleine Sandwürmchen. Und jetzt werden wir... Viele dachten, es gibt keine Bosse in der neuen Season, aber es gibt Bosse. Und zwar, es gibt den Mandalorian-Boss. Und dieser Mandalorian-Boss hat nämlich nicht nur fette Items dabei, sondern die erste mythische Sniper überhaupt in-game drinne. Leute, es ist auch Tilted Towers alles dazugekommen. Es gibt wirklich so vieles Neues. Ich muss ganz ehrlich sagen, auf den ersten Blick einfach eins der geilsten Seasons überhaupt. Ihr seht auch hier viele neue Orte, also viele alte Orte wurden wieder hinzugefügt, weil das einfach hier so, ja, alte Zeiten hat man hier wieder zurückberufen. Und ich bin mal gespannt, Leute, drückt die Daumen, dass der Boss noch da ist. Der steht hier nämlich hier hinten. Oh, da sind welche. Ja, das war mir klar gewesen. Hier landen immer welche. Aber obwohl, den kennen noch nicht ganz so viele. Leute, wir werden uns anschleichen. Pass auf. Ah, haben sie... Oh, die haben mich gesehen, ne? Die haben mich gesehen, oder? Baby, oder? Brauchst keine Angst haben. Wir werden das schon schaffen. Oh, guck mal, da liegt die mythische Waffe, Leute. Ey, warte mal. Hä? Oh Gott, er wollte die, glaube ich, gerade wiederbeleben. Oh, es tut mir leid, leid, leid. Und zwar, hier ist sie, Leute. Das Ambin, keine Ahnung, wie das heißt, Scharfschützengewehr. Und das ist ein sehr besonderes Scharfschützengewehr. Hier haben wir übrigens noch das Jetpack, aber das Jetpack... Also es ist nice, aber ich fühle es persönlich nicht so. Deswegen werden wir es jetzt auch nicht mitnehmen. Diese Sniper, Leute, erstmal sieht die extrem geil aus. Und sie hat eine Spezialfähigkeit, nämlich sie hat Thermalsicht. Werden wir uns gleich angucken. Aber bevor wir uns das angucken, werden wir... zu den Kopfgeldjägern gehen. Nämlich, es gibt hier, viele werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, wie was das Gold da ist oder was man mit dem Gold machen kann. Mit diesem Gold kannst du Kopfgeldjäger anheuern, die für dich arbeiten. Und die sind eigentlich gar nicht so schlecht. Das geht zum Beispiel, guck mal hier, das ist die Depot. Da hinten ist nämlich so ein kleines Cowboy-Dorf. Und dort können wir nämlich den einen Skin beauftragen. Oh, Herr Lama gibt es natürlich auch in der neuen Season. Fast übersehen den armen Paulberger. Herr Lama, was machst du denn hier wieder? Komm mal her. Und jetzt seht ihr hier... Leute, guck mal. Ich bin einfach ein Delfin. Hier. Ich bin ein Delfin. Ich verwandle mich einfach als Hai. Oh, Ehrenlama. Ey, das erste Mal, dass ich sogar einen Lama gefunden habe. Und wie viel Mats hat der? Ja, 350. Da hat sich nichts geändert bei den Mats. Wow. Bro, wo kam der denn jetzt her? Ey, das... Das ist gerade nicht so nett. Wo kennt der denn? Und ich sag euch, mit Abstand, beste Schrotflinte meiner Meinung nach ist die Tag. Also die Tag ist wirklich ein Biest. Wie viel Gold haben wir denn jetzt schon? Okay, wir haben jetzt 395 Gold. Leute, damit können wir von diesem Auftragskiller seine komplette Ehre kaufen. Der ist doch käuflich, der nimmt doch alles. Hier, die MP ist auch wieder drinne, P90 ist auch drinne. Ich gebe mir mal kurz den Stein hier. Und eventuell hier diese schön leckeren Tränke. Aber hier, guckt euch das an. Wir sind einfach ein Hai. Diese Gestaltenwandlerin, die kann sich
verwandeln in was wir auch wollen. Zum Beispiel, wenn wir anvisieren, kommen Medusas Schlangen raus. Guckt euch das mal an, wie geil das ist! Sorry, aber... So, hier ist er. Moin, Kollege! Mancake, der Cowboy. So, wir können uns jetzt hier zum Beispiel so eine Waffe kaufen, die ich aber jetzt nicht so krass finde. Dann können wir jetzt hier für ihn noch Kopfgeld erledigen. Oder wir können ihn rekrutieren. Und das werde ich jetzt machen, so. Ich werde ihn rekrutieren und er kämpft jetzt an unserer Seite. Der hat echt relativ viel Leben sogar. Also, ich finde jetzt nicht, dass er übertrieben stark ist, aber er nervt unnormal. Also, das ist echt so eine richtige Nervensäge. So, wo ist der denn jetzt? Hä? Komm doch mal jetzt hier raus hier. Hallo? Bro, ich habe dich gerade bezahlt mit 100 Goldbarren. Er ist ein bisschen lost unterwegs. Das ist auch irgendwie so ein Holotyp. Ihr seht auch hier, Boote sind noch da, Autos sind auch noch da. Also die ganzen alten Gefährte sind auch noch am Start. Aber wir werden jetzt erstmal, der Bürgermeister ist wieder zurück. Wir werden jetzt nach Salty Tower gehen. Oh, fast verschluckt, Leute. Und Salty Tower ist die neue City. Das war's gewesen. Salty Tower ist der Hit. Nämlich hier gibt es viele neue Sachen und das alte Tilted Tower. Ihr seht, das ist so eine Combination aus Salty Springs und Tilted Towers. Gefällt mir richtig. Wow, wow, wow. Ja, es war klar gewesen. Was? Bam, das war's. Da bringt auch nichts für seinen Kollege, der jetzt hier noch probieren will, mich zu holen. Da hat er den fetten Sniper von der Thermalwaffe abbekommen. Nee, Bro. Nee. Nee. Ey! Also anfreunden. Will er sich jetzt hier wirklich anfreunden? Hey, ich kann ihn nicht killen. Scheiß drauf, Bro. Ich hau ab. Ich lass ihn. Lass ihn leben, Leute. Wer so korrekt ist. Ich heule immer rum, wenn manche mich killen und alles. Ist egal. Lassen wir den. Muss auch ein bisschen fair sein. Wir werden einfach hier in unser Wurmloch gehen. Okay, der fightet jetzt sogar gegen andere. Gegen wen fightet der denn? Ey, das ist doch mein Handlanger. Ey, schade. Er killt mein Kopfgeldjäger. Naja, soll er machen. Wir gehen in die Zone, Leute. Er hat doch mal Glück im Unglück gehabt. Sagen wir es mal so. Ey, dieser Sandwurm. Hätte mir irgendjemand mal erzählt. Hä, der hat jemanden gekillt? Lol? Hä? Ach so, das war der Typ, den wir gedownt haben, ne? Er hat ihn leider nicht wiederbelebt. Schade. Tja, kann man nichts machen. Jetzt wäre ich selbst schon offstream gestreamsniped. Obwohl die Leute gar nicht wissen, wo ich sein kann. Schade. Ey, wir gehen jetzt zu einem komplett neuen Ort hin, glaube ich, oder? Ich glaube, da hinten ist doch auch irgendwas Neues. Und hier müssen wir auf Baby Yoda achten. Nämlich Baby Yoda. Guck mal. Jetzt hat er hier zum Beispiel Angst. Nee, der hat gar keine Angst. Hä, was hat denn der da in der Hand? Baby! Hey! Nimm das aus dem Mund! Der spinnt doch wohl! Oh... Ey, diese Animation, die er hat. Baba-mäßig. Ist hier ein Telefon hier? Ah, was ist das hier? Kopfgeldbeginn? Bro. Nein. Ey, gegen die habe ich doch gerade gefightet. Ey, nee. Die können wir nicht killen. Wir können nämlich durch diese Kopfgeldjagd andere Spieler killen und kriegen dadurch halt auch Gold. Aber das werden wir jetzt ausnahmsweise... ach, der wurde gerade sogar wiederbelebt. Das werden wir jetzt ausnahmsweise nicht machen. Ja, weil diese Galaxia-Frau, die war sehr nett zu uns gewesen. Das müssen wir auch pretty shame. Ich muss echt sagen, allgemein das Gameplay, der neue Ort, die Season, ey, das ist alles so rund, Freunde. Es macht wieder endlich Spaß, Fortnite zu zocken. Ihr merkt wahrscheinlich, am Gameplay gibt es auch einige Änderungen. Und zwar, die Waffen treffen viel, viel besser. Also sind alle viel genauer als sonst. Weil sonst, weiß ich nicht, gab es so viel Blumen und so. Das haben sie jetzt so ein bisschen geändert. Ich weiß nicht, warum ich das Auto jetzt hier stehen lassen habe. Dann gibt es noch die Dragon-Schrotflinte, ist jetzt auch endlich in-game. Aber ich muss ehrlich sagen, die Dragon-Schrotflinte, Leute, das ist so eine Waffe, die macht Schrotflintenschaden, aber gleichzeitig macht die auch so Feuer-Damage. Also die ist so wie so ein Flammenwerfer so ein bisschen. Muss ich aber sagen, gefällt mir persönlich nicht so. Obwohl das eine legendäre Waffe ist. Ich weiß nicht, kann ich mich irgendwie nicht dran anfreunden. Wir werden jetzt mal gucken, dass wir hier in die Zone kommen, weil das ist immer so bei einer neuen Season. Viele Kills macht man hier meistens nicht, weil die alle irgendwie so probieren, alles neu ausprobieren, alles neu testen. Oh, da sind wir. So, Leute, jetzt können wir mal Sniper probieren.
sag, jetzt nehme ich die Sniper. Ist lecker, Schmecker, Spaßentdecker. Das Ding macht richtig Welle. Das Ding. Komm, er setzt sich jetzt dahin und wird wiederbleiben. Komm, ja, ja. Nein, ey, ich dachte gerade. Schade, Marmelade. Abgejagt, Ziel eliminiert. Ich habe trotzdem. Irgendjemand hat das Ziel gekillt und ich habe Barren dafür bekommen. Ich habe jetzt 325, super. Sammle Barren. 906 von 1000. Ich muss auch sagen, ich finde diese ganzen Herausforderungen, die sie reingebracht haben, mit den Links oben, mit den Zielen und so, haben die auch lit gemacht, ne? Was macht denn schon wieder Baby Yoda da? Der hat ja schon wieder mit irgendeiner Scheiße gespielt. So, hier waren sie irgendwo. Ah, die sind da. Was? Wo ist der? Bro, bro. Bro, bro. Bro. Beruhig dich. Junge. Das war's. Schade, war nur ein OG am Start. Die Ritterin. Aber die hat sich hier mit den falschen Gestaltenwandlerer angelegt. Oh, ich dachte gerade, ich fall runter. Das wäre es gewesen. Da hätte ich mich direkt zum Adler verwandeln müssen. Guck mal, Leute, ich zeige euch mal was. Nee, geht's nicht. Weil wenn wir runterfallen, dann ist so, dass Baby Yoda manchmal einfach in seine Kugel zurückgeht. Das ist auch unnormal nice. Der hat wirklich viele Funktionen, die den... Ey, pack das weg! Der dreht... Er nimmt es im Mund! Nein, was ist das? Wow, was? Ey, der Kleine. Jetzt weint er, jetzt ist er gleich traurig. So, ich wechsle jetzt aber mal zu der aufladbaren Pump. Oh, da unten sind welche. Bro, diese Sniper ist zu krank. Okay, Bro, okay. Nein, da oben greifen mich jetzt auch welche an, oder was? Hört doch auf. Macht doch wieder nicht alle hier auf mich. Alle gehen sie wieder hier. Weil sie sauer sind. Oh, lecker Schmecker. 50er Trank. Ich weiß nicht. Die Snipers hat... Ey, gib mir den Schild... Nein, gib mir den Schildtrank. Hallo. Die Snipers schießen auch irgendwie ein bisschen genauer, habe ich das Gefühl. Da sitzt eigentlich gefühlt jeder Hit, ne? Oh, schau mal hier rein. Oh, hier neben uns ist einer. Oh, hier sind noch mehrere. Können wir noch ein paar Sniper-Kills machen? Ja, die Waffe sieht auch optisch gesehen, auch allein, dass sie so eine Thermalsicht hat, sehr geil aus. So. Oh, guck mal, da ist er, Leute. Bro, Botty Boy. Er war ja mal... Der hat mich gesniped, oder was? Also da muss ich ja maximal los. Das ist schon peinlich. So, hier unter uns geht auch noch ein bisschen die Action ab. Da können wir noch... Oh! Was ist denn da los? Schade. Ey, Baby Yoda, wo bist du hin? Der hat Angst. Scheiße, Leute. Der hat Angst, das ist nicht gut. Nichts mehr. Was ist denn jetzt los? Lol, der ist rausgegangen. Der hat einfach gequittet. WTF, warum? Komm, setz dich doch in den Busch rein. Nein! Das ist halt das Starke bei diesem Scharfschützengewehr, ne? Bam! Er ist one hit. Den holen wir uns. Der muss hier noch ein bisschen mit der Zone sich beschäftigen. Ey, du solltest lieber in die Zone gehen. Ey! Der hat mir gerade nicht wirklich den Kill geklaut, oder? Ey, aber die macht auch Headshot, glaube ich, 110 Schaden nur, ne? Das finde ich ein bisschen schade. Oh, nee, 275, ja, okay, lost. Na komm, zeigt euch.
Seid mutig. Bye, bye. Ey, ich liebe die Waffe. Ich habe mich, glaube ich, ich habe eine kleine neue Liebe entdeckt. Wenn man mit der ein bisschen trainiert, ich glaube, das wird sehr, sehr übel werden. So, da unten ist noch einer 1v1-Situation. Dann haben wir das hier aber ganz locker geklappt. Ist er da noch? Wow! Wow! Das wird die Sniper entscheiden, mein Freund. Nein! Was will er denn jetzt machen? Ich wollte ihn eigentlich snipen. Deswegen werden wir das auch machen. Aber die Sniper ist wirklich eher für die Distanz geeignet, weil der Zoom ist ein bisschen zu stark. So. So gefällt mir das schon besser. Nein, was? War doch drauf. Nein! Ach, schade, Marmelade. Leute! Baby Yoda, komm raus, wir haben gewonnen! Woo! Tanz mit mir! Leute, ey, die Season ist einfach so geil. Die macht unnormal viel Spaß. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Das war's gewesen. Tschö mit Öl.